Hey meine Liebe und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute wird es darum gehen, wie wir unsere Intuition stärken können. Ich weiß, das Video war schon mal online, aber da gab es einige technische Probleme dann. Deswegen kommt es jetzt nochmal. Aber ist auch nicht schlimm. Schon. Genau, und zwar gibt es dafür fünf entscheidende Schritte, die wir durchgehen können, wenn wir mehr auf unsere innere Stimme hören wollen. Das erste ist natürlich die Stille suchen. Das heißt, dass wir dadurch unsere äußeren Eindrücke reduzieren, wodurch dann mehr Raum in uns selbst entsteht und wir wirklich mehr in Kommunikation mit unserem Inneren gehen können. Genau. Das wird uns auch schon zu Punkt Nummer 2 in sich hineinführen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man von manchen Situationen mulmiges Bauchgefühl hat. Oder wenn man so Menschen sieht, die man jetzt vielleicht nicht persönlich weiter kennt, aber wo man schon direkt weiß, ja, genau. Und wenn dann das Äußere, alles drumherum etwas ruhiger wird, können wir dann natürlich besser in uns hineinlauschen. Und dann spricht die Intuition zuerst über unseren Körper mit uns, wie ich euch schon an zwei Beispielen gesagt habe, wie sich das äußert. Wenn wir uns, wenn wir in uns aufmerksam hineinhören, merken wir auch, ob etwas stimmig ist oder nicht, ob wir etwas wagen wollen oder nicht. Genau, aber das ist ja dann auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das dritte ist Vertrauen lernen. Wenn wir immer mehr unsere Intuition hören, also unsere innere Stimme, lernen wir auch gleich mit uns selber immer mehr zu vertrauen, auf unsere Stärken zu vertrauen und diese dann zu weiter zu verbessern. Genau. Und umso mehr wir unsere Intuition, die positive innere Stimme stärken, umso stimmiger wird es, umso mehr wir halt mit ihr kommunizieren. Genau. Der vierte Punkt ist Achtsamkeit praktizieren. Und es ist eine geeignete Methode, Ablenkungen aus der Umgebung zu finden. Und der letzte Punkt ist natürlich Informationen sammeln, unsere Erfahrungen und unsere Erfahrungen von uns selber sammeln, was wir nicht mehr so machen wollen oder was wir halt besser machen wollen. Und halt auch von den Erfahrungen anderer sammeln, indem man mit denen halt auch spricht, ne? Denn bei intuitiven Entscheidungen wird natürlich auf gelerntes Wissen zurückgegriffen. Und dabei ist es natürlich hilfreich, dass wir unsere Gedanken, Ideen, Träume etc. pp. Aufschreiben, in Form eines Tagebuchs oder einfach so in ein Notizbuch rein, um halt dann wirklich unsere innere Stimme immer mehr zu aktivieren und dadurch auch mit ihr in Kontakt zu treten. Und das kann auch wirklich sein. Genau, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffe ich noch. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und bis bald.